Und damit herzlich willkommen zu meinem Reingeschaut in Hogwarts Legacy. Willkommen zurück, ich bin der Doomsday. Wir haben es jetzt gleich um 12. Und, also ihr seht, noch 15 Sekunden. Und dann können wir loslegen mit Hogwarts Legacy. Ich bin sehr gespannt. Es ist die Deluxe Edition, also das heißt, ich darf ab heute spielen. Und ich erst am Freitag. Und jetzt geht's los. Ich bin sehr gespannt. So. Kamera gefällt mir irgendwie gar nicht so heute. Müssen wir mal schauen. So, jetzt geht's los. Menüvorleser aus. Drücke zum Anschalten L2-Taste. Okay. Menüvorleser brauche ich nicht. Hogwarts Legacy, Sie bereit zu spielen. Glückwunsch. Jetzt sind wir hier erstmal in der Zugänglichkeitsmenü. Wackeln. Wäre natürlich schön, wenn man vorher erstmal wüsste, wie das sich auswirkt, ne? Aber ich guck gerade mal. Wir waren ein bisschen laut, oder? So. Machen wir mal so. Farbbildmodus brauchen wir nicht. Zielmodus lassen wir mal aus. Ja, ich denke mal, alles okay so jetzt. Let's go. Fortfahren, Viereck. Fidelity, ein Rendering-Modus-Motor-Wiedergabe. Truhe. Truhe. Wir machen Performance. Hol die Belohnung. Das mache ich jetzt mal nicht. Machen wir mal das nächste Mal. Ich hab's doch schon. Okay. Ich glaube, ist alles soweit okay. Irgendwie gefällt mir die Kamera heute gar nicht. Helligkeit. So, kommen wir jetzt wohl mal zum Intro. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei im 5. Jahr aufgenommen wurden. Das Schuljahr beginnt am 1. September. Die ersten Materialien wurden für Sie abgeholt und werden auf Ihre Reise zum Schloss begleiten. Wie Sie vielleicht wissen, verbietet der Erlass zur vernunftgemäßen Beschränkung der Zauberei Minderjährige die Anwendung von Magie durch Personen unter 17 Jahren außerhalb der Schule. Aufgrund Ihrer besonderen Umstände hat das Ministerium jedoch was kulanterweise zugestimmt, dass Professor Elasa Fick Ihnen dabei hilft, Fick, also mit G, hilft, Ihr Zauberkünste zu verbessern, bevor er Sie von London zum Schloss begleitet, wo Sie am Festmahl und Einführungsfeier teilnehmen werden. Mit freundlichen Grüßen, M. Weasley. Mathilda Weasley ist stellvertretende Schulleiterin. So, kommen wir zum Intro. Dann würde ich sagen, let's go. Oder doch kein Intro? Kommen wir erstmal zur Charakteridee da. Oh. Männlein oder Weiblein? Das ist eine gute Frage. Ach Gott, ich mache alles einfach so. Oh, Männlein. Haare. Hier sind die Haare. Gibt's denn hier Schönes? So richtigen Schönlingen hier.
Kopf. Aber das sind einfach die Standardhaare. So. Narben. Das ist cool. Augenfarbe. Blau ist gut. Stimme. Ich bin zwar noch Schüler, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Von mir aus kann's losgehen. Wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Das war gar nicht schlecht. Von mir aus kann's losgehen. Ich bin zwar noch Schüler, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Fähigkeitsstufe auswählen nochmal. Vorname, wie nennen wir ihn denn? Gute Frage. Wir nennen ihn Tom. Tom Potter nennen wir ihn jetzt einfach mal. Beginne deine Reise. Dann legen wir los mit Hogwarts Legacy für die PS5. Jetzt aber das Intro. Sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unsere neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit Ihrem eigenen werden Sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fig. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schuljahr... Eliasar! George, schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam. Also ich... Lieber nicht hier, Eleazar. Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nichts, Sir. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Schottland-Reise zu sehen. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung? Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der 5. Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen 5-Klässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit 4 Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor.
Professor Fig ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Hast du das gesehen? Oh ja, es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eleazar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Renrock. Fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eleazar. Es kam per Eule. Aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Renrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Bei Merlins Bart. Wie haben Sie... Halt! Wir wissen nicht was. In Ordnung? Sie sind verletzt. Nur ein bisschen. Nehmen Sie. Dieser Mega-Power-Tank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. Ja, drücke nach oben und zu heim. Ja, schönes Intro. Grafik ist sowieso ziemlich geil bei dem Spiel. Unser Essensplatz. Was ist passiert? Armer George. Warum musste er? Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Drache würde niemals... Professor? Sir, wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Portschlüssel. Portschlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum. So, ich will jetzt noch mal kurz bei den Einstellungen gucken, ob ich da noch was umstellen kann. Gibt's hier alles? Was haben wir hier? Speichern? Wir können ja mal speichern. Ist im Moment nicht möglich. So. Bewegungsunschärfe machen wir aus. Filmkörnung aus. Audio ist soweit okay, denke ich mal. DualSense. Bewegung. Die ganzen HUDs. Ne, alles okay. Dann legen wir los. L bewegen. Der Stream wird jetzt auch ca. 6 Stunden gehen.
Werde ich aber in zwei Teile für YouTube teilen. Wie weit hat uns dieser Portschlüssel nur gebracht? Weiter weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Hochland. Sir, diese Ruinen. Glauben Sie... Der Portschlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Portschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es ihnen gut geht und sie nichts dagegen haben, ich würde mich gern umsehen. Auf jeden Fall, Sir. Gut, lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag. Also man muss zugeben, was Avalanche hier gemacht hat. Wahnsinn. Aufpassen. Folge Professor Fink. Was denken Sie, woher hatte Ihre Frau den Portschlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Alte Magie? Ja, eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschen. Sie scheint vergessen worden zu sein. Schloss Hogwarts wurde durch sie errichtet und ist ein Hauptort dieser alten Magie. Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Portschlüssels kam, aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Ah, da unten ist ein Pfad. Hier lang. Aber Sir, warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist, obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders als jede andere Macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Jetzt verschlossen. Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns Ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. Tippe R2, um einen Basiszauber zu wirken. Nett. Ausgezeichnet. Nutze die Kamera, um Aktivisierer zu wählen. Einige SpielerInnen bevorzugen als Ziele auswählen und den Avatar mit demselben Stick zu bewegen. Indem sie die kamerabezogene Zielfassung in der Einstellung deaktivieren. Aha, also da, wo ich hingucke, da wird anvisiert. Mal gucken. Das war etwas holpriger als erwartet. Man kann auch die... Ihr Können verbessert sich immer weiter. Danke. Okay. Mal schauen, wie das ist. Ah, da oben. Ups. Wollte nur mal testen. Nicht mehr weit. Gleich da fahren. Bleiben Sie ruhig! Reparo! Nett. Jemand hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Der Portschlüssel hat uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört. Statue vielleicht?
Minikarte zeigt deine Umgebung an mit dir. Und dies ist dein aktuelles Ziel. Halte gedrückt, ja, hab ich eben schon gemacht. Okay, haben wir eine Karte gekriegt. Hier gibt's noch einen Weg. Untersuchen. Professor, die Statue! Vielleicht war dies ein Zuhause. Ich denke, wir sollen uns das Gemälde hier angucken. Professor, es ist eine Art Wandbild. Hm, vielleicht hellseherisch begabt. Interessant. Oder doch da hinten langlaufen. Kann man eigentlich auch rennen? Man kann auch mit R3 anvisieren. Ah, okay. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er bloß blockieren? Was ist das? Professor Fig? Hogwarts, oder? Wie seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder dieses Leuchten, wie auf dem Portschlüsselbehälter. Interagiere mit Magie. Was mit Merlins Namen? Bei Godrics Herz. Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Auf die Bank, oder? Weck den Kobold auf. Hallo? Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Ah. Verlies 12, nehme ich an. Ganz genau. Schlüssel? Hm? Hey, Cora. Ihrer Frau. Oh, ja, natürlich. Musst du nicht schlafen heute? Hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Nach Ihnen. Lassen Sie Ihre Hände im Wagen, wenn Sie sie behalten möchten. Ich überspringe. Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Haupt von ihm. Diese Verliese sind am neuesten. Es sind private Eingänge in die Bank für Gringotts normal. Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder beidem könnte solch einen Dienst beanspruchen. Gut, die Luft anhalten. Wie bitte? Der Wasserfall entfernt alle Verzauberungen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe. Hab ich gehört.
Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten, ein gutes Stück liegt noch vor uns. Okay. Also bis um 6 kannst du wach bleiben. Verlies Nummer. Verlies 12. Ein großer Tag. Weiterfahren. Das Armband, das der Kobold trug, hat geleuchtet. Wie das Leuchten auf dem Portschlüsselbehälter. Nein, dunkler. Es war auch auf dem Halsband des Drachen. Wie meinen? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Da sind wir. Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je in Verlies 12, bis zum heutigen Tag. Hilfe. Okay. Alte Schlafmütze. Habe ich doch richtig gesehen. Hier ist eine Kiste. 51 Gold. Was meinen Sie, wonach wir hier suchen sollen? Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Viel Erfolg. Professor? Das kam jetzt wirklich unerwartet. Ich muss denken. Hier muss doch irgendetwas sein. Revelio vielleicht. Revelio? Ja. Ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. Bitte was? Halte deinen Zauberstab mit L fest und bewege ihn entlang des Pfades des Symbols, um den Zauberspruch zu lernen. Drücke den entsprechenden Befehl, wenn du dazu aufgefordert wirst, um die Bewegung deines Zauberstabs entlang des Pfades wohl zu beschleunigen. Ah, okay. Okay. Revelio. Revelio. Da! Da war etwas. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Eine Tür. Ah, ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Ich weiß es, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. Okay. Lumos! Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie denn mit verdienen? Glauben Sie, das ist vielleicht eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir nach. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Huh.
Okay. Hast du schon wieder gemacht, dass du Kopfschmerzen hast, ja? Wie Alkohol, wa? Da vorne ist etwas. Was ist es? Das Leuchten wieder. Diesmal auf dem Boden. Weiteres Portal. Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es plötzlich, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir, alles gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue? Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Revelio. Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da, aber die Position der Statue passt nicht. Halt! Als sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Vielleicht hilft hier ja Lumos. Lumos. Du hast den Lichtzauber Lumos erworben, der automatisch deinen Zauberstab hinzugefügt wurde. Lumos erzeugt ein Licht an der Spitze deines Zauberstabs, damit du im dunklen Bereich besser sehen kannst. R2 gedrückt, tippe auf Dreieck. Lumos, sehr gut. Das Spiegelbild dreht sich jetzt zu mir um. Es folgt wirklich dem Licht. Oh, ein Kampf, ja? Deine Ziele an, um den Weg nach vorne zu enthüllen. Wer angriffen wir mit Protego ab, okay. Anfrenko! Anfrenko! Levioso! Anfrenko! Protego! Essendo! Kommen Sie! Kämpfen fetzt! Lumos. Professor! Professor Fig! Professor, wo sind Sie? Das ist nicht gut. Wohin soll ich nur gehen? Was passiert hier? Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. Nächsten Kampf, wa? Dorthin führen Sie mich. Das Leuchten wieder. Lumos. Also. Revelio, ich bin wohl auf mich allein gestellt. Lumos. Ich habe wohl keine Wahl. Ich werde mir meinen Weg herauskämpfen müssen. Wahrscheinlich. Okay. Du.
Halte Dreieck während Protego gedrückt, um Gegner mit einem Stupor-Konter zu betäuben. Betäubte Gegner nehmen extra Schaden, der durch goldene Zahlen angezeigt wird. Aha. Das Kampfsystem, definitiv. Cora, kannst du mir mal sagen, ob das mit dem Sound so hinhaut? Also mein Sprechen und Spielsound? Wäre nett. Protego! Lumos! Hab das Gefühl, das Spiel ist ein bisschen laut, oder? Okay, wo kommen wir jetzt hin? Da sind sie ja. Wir haben sie. Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Okay, danke. Aber ich habe das hier gefunden, schwebend über dem Becken. Es ist mehr als das. Ein Denkarium, um Erinnerung zu sehen. Mal sehen. Alles ist bereit. Und der Portschlüssel? Ist gut versteckt. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad unmöglich nachzuverfolgen ist. Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Wir vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, das andere unbedingt besitzen wollen. Ja. Und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Wir haben alles getan. Das sehen Sie also. Das Leuchten. Das sie umgibt. Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie? Spuren alter Magie genau genommen. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nee. Miriam und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und sie
scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem. Wir... Das sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Wer war das? Ich weiß nicht. Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. Wusste ich's doch. Renrock. Renrock. Mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gebt mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Sir, Sie hatten den Verliesschlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt und Sie hatten keinen. Ich habe keine Geduld für Verräter. Nun, wo waren wir? Ich gebe Ihnen gar nichts. Tja, vielleicht ist ja der junge Mann hier hilfsbereiter. Er starb. Alles in Ordnung? Ja, Sir. So ein mächtiger Kobold. Meine Magie scheint ihm gar nichts anzuhaben. Entgegner war. Wo sind wir? Unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los. Die Einführungsfeier wartet auf uns. Aber Zeit. Denke ich mein Haus auswählen. Ah, geh mal Musik. Ah. Hogwarts Legacy. Oh gut, die Einführungsfeier ist noch im Gang. Ich bin kein Experte, doch das scheint angemessener. Nun? Ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss Ihnen von George erzählen und Sie vor Renrock warnen. Ich bitte Sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir.
Danke. Bereit für die Einführungsfeier? Ja, das ist sehr schön, das Spiel. Avalanche hat gute Arbeit geleistet. Phineas Nigellus Black. Gleich treffen Sie den Schulleiter. Fake, schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab Komplikationen. Komplikationen? Nun, das Koboldproblem scheint... Kobolde, ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fick. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Aber welches? Ich melde mich. Professor Weasley, noch jemand für die Auswahl? Willkommen. Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. Übrigens spielt das Spiel 100 Jahre vor Harry Potter. Also den werden wir hier leider nicht treffen. Ah, ja. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen. Bestimmte Erwartungen. Ich freue mich, die Professoren zu treffen und eine Menge in Hogwarts zu lernen. In der Tat. Hogwarts hat motivierten Schülern viel zu bieten. Und was du im Unterricht lernst, bereitet dich auch auf Herausforderungen außerhalb des Klassenzimmers vor. Interessant. Ich spüre etwas in dir. Einen gewissen Sinn für... Was ist es nur? Loyal. Loyalität? Ich denke, ich bin ein treuer Freund. Das schätze ich auch bei anderen. Du gibst nicht so leicht auf, nicht wahr? Herausforderungen schrecken dich nicht. Und deine Loyalität gegenüber einem Freund ist der Grund für dein spätes Erscheinen heute. Vielleicht gehörst du nach Hufflepuff. Nein. Das Sprechen Null wird deine Entscheidung berücksichtigen, wenn er dich einem Haus zuteilt. Bin ich Hufflepuff? Jetzt ist die Qual der Wahl. Gryffindor würden, glaube ich, bestimmt die meisten nehmen. Aber ich entscheide mich mal. Slytherin. Ich nehme Slytherin. Ich spüre einen wachsenden Ehrgeiz. Ein Streben nach Macht. Ja, was auch sonst. Let's go. Sophia. Du gehörst nach Slytherin. Bin ja mal gespannt. Und eine Sache noch. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Doch, Cora Slytherin. Ruhe. Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf Ihre akademische Zukunft konzentrieren.
und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Aber ich denke mal, wir werden gut aus Slytherin sein. Ich sagte, dass sie vor Unterrichtsbeginn morgen vielleicht gewiss genug zu tun haben. Dumbledore war cooler. Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Ich... Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang. Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Aber sie sind sicher bereit dafür. Ich kann recht einfallsreich sein. Das dachte ich mir. Das ist der Eingang zum Slytherin-Gemeinschaftsraum. Um einzutreten, müssen Sie nur das richtige Passwort sagen. Aspiration. Nun denn. Was für ein Passwort? Aspiration. Ja, aber in dem Film hat man das Haus nie gesehen von innen, nun, oder? Gehen Sie rein und schlafen Sie. Slytherin. Morgen ist ein großer Tag. Stimmt nicht, oder? Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Niemand da. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Komm in Hogwarts. Okay. Finde deinen Gemeinschaftsraum. Hier noch? Oh, Kiste. Erstmal die Leute beklauen. Plus auf Stufe 1. Oh. Nichts klauen, schade. Oh, Obst. Dinge mal, das heilt mich. Oh Gott, gibt's hier viele Seele. Hm. Erstmal alles durchsuchen hier. Nichts zu klauen, schade. Okay. Ich sollte mich vielleicht mal vorstellen. Der neue Fünftklässler. Das ist richtig. Wäre fast Drachenfutter geworden, wie der arme Mann vom Ministerium. Hast du gesehen, wie er am Ende der Einführungsfeier gestern einfach reinmarschiert ist? Geht das denn alle über mich? Das wusste ich schon. Weißt ja. Kann ich dir helfen? Ah, du bist neu in der fünften. Ich bin Sebastian Sallow. Willkommen bei Slytherin. Vielen Dank. Nicht jeder wird vom Ministerium zur Schule gebracht. Das war ein Freund von Professor Fig, der zufällig dabei war. Trotzdem, beeindruckend. Wirklich übel, der Arme. Schön, dass es dir und Fig gut geht. Natürlich war es grauenvoll. Aber doch auch ein Erlebnis. Interessante Betrachtungsweise. Wie seid ihr entkommen? Wenn ich ehrlich bin, geschah alles viel zu schnell. Ich wollte nicht aufdringlich sein. Erhol dich erstmal. Wir können später reden. Was liest du? Welches Buch liest du da? Ein Zauberbuch.
Da stehen zwar interessante Dinge drin, aber nicht das, wonach ich eigentlich suche. Bestimmt findest du es bald selbst heraus. Aber in unseren Büchern stehen nicht alle Zauber, die man benötigt. Hat mich gefreut, Sebastian. Ich lasse dich mal weiterlesen. Hat mich auch gefreut. Viel Glück heute. Seht ihr Imelda und Omines. Boah. Oh, das würde ich mir überlegen. Meine Ron und Hermine. Da ziehst du doch nicht hin, oder? Hier, aufgepasst. Ich hab dich gewarnt. Schachmatt. War klar. Hätte auf mich hören sollen. Oh, ich weiß, wer du bist. Du bist der neue Slytherin, der gestern mit Professor Fig reingestürmt ist. Interessante Taktik für den ersten Tag, die ganze Aufmerksamkeit von den Erstklässlern abzulenken. Ich bin übrigens Imelda. Schade, dass ich nicht bei Fig und dir war. Ich hätte den Drachen weglocken können. Auf dem Besen bin ich legendär. Vielleicht hätte Professor Figs Freund mit deiner Hilfe überlebt. Ganz genau. Vielleicht zeige ich dir mal das eine oder andere übers Fliegen. Von mir kannst du mehr lernen als von Kogawa. Apropos, ich würde vor dem Unterricht gern noch etwas mit meinem Besen fliegen. Bist du ein Fan von Zauberschach? Du wusstest, dass der Junge verlieren würde. Nicht wirklich. Das ist mir viel zu gemächlich. Außerdem ist es einfach nicht so anspruchsvoll. Die Züge sind immer so offensichtlich. Warum sieht das sonst niemand? Hast du während der Schule viel Zeit zum Fliegen? Ich nehme sie mir. Es gibt nichts Besseres, als durch die Türme des Schlosses und über das Quidditch-Feld zu fliegen, um den Kopf frei zu bekommen. Wiedersehen, Imelda. Hat mich gefreut. Ja, doch ein paar nette Leute bei Slytherin, ha? Hey, ja, mein Ron. Ich glaube, ich habe was gehört. Nixon interessieren sich wohl kaum für uns. Ah, dem Gemurmel nach, als du in den Gemeinschaftsraum kamst, bist du wohl der neue Fünftklässler. Ich bin Ominous. Ominous Gaunt. Hat mich gefreut, Ominous. Deine Ankunft war gewiss denkwürdig. Tja, ich wollte gleich damit anfangen, mir einen Namen zu machen. Du bist ganz klar im richtigen Haus. Lass mich wissen, ob ich dir in deinen ersten Tagen hier helfen kann. Doch es wird wohl kaum nötig sein. Hast du erwartet, dass du nach Slytherin kommst? Auf jeden Fall. Meine Familie väterlicherseits stammt direkt von Salazar Slytherin ab. Einem der vier Gründer von Hogwarts. Darauf bin ich wohlgemerkt nicht sonderlich stolz. Er war besessen von seinem Blutstatus. Ein Reinblutfanatiker. Leider sind die meisten seiner Nachkommen von einem ähnlichen Schlag. Meinte dieser Schüler eben, dass er eine Nixe gehört hat? Ja, aber ich habe noch nie von einer Nixe vor dem Gemeinschaftsraumfenster gehört. Es macht aber Spaß mitzuspielen. Einige Erstklässler halten bekanntlich stundenlang Ausschau. Danke, Ominous. Hat mich sehr gefreut. Das Vergnügen war ganz meinerseits. Bis dann. Ist der Slytherin-Neuzugang aus der 5. Klasse hier? Professor Weasley wartet bei der Treppe auf dich. Komm her. Sieht aber auch schön aus, ey. Guten Morgen! Sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Nicht zu fassen, dass Draco ich hier... Draco wäre Arschlöcher. Nun, sind Sie? Also, machen Sie das Beste daraus. Gemeiner. Man hat nur einen ersten Tag in Hogwarts. In Anbetracht Ihrer besonderen Situation als Neuzugang in der 5. Klasse müssen Sie einigen Stoff aufholen, um nicht zurückzubleiben. Vor allem, da von Ihnen erwartet wird, am Ende des Jahres Ihre ZAGs abzuschließen. ZAGs? Ja, Zauberer allgemeinen Grades. Diese Prüfungen entscheiden über Ihre beruflichen Möglichkeiten.
Nach diversen Diskussionen mit dem Schulleiter und der Abteilung für magische Ausbildung des Ministeriums haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um ihren Erfolg sicherzustellen. Bitte sehr. Lass uns alle finden. Was ist das? Das ist ein Zaubererhandbuch. Darin können Sie Erlerntes festhalten, um alles, was von Fünftklässlern erwartet wird, zu meistern. Sie sollten umfassend von dieser außergewöhnlich wertvollen Ressource Gebrauch machen. Danke, Professor. Aber was meinten Sie mit nachvollziehen, was ich gelernt habe? Vielleicht erhalten Sie Ihre Antworten, wenn Sie es in Aktion sehen. Folgen Sie mir und wir stellen es auf die Probe. Hier lang. Damals als Schülerin hätte ich wirklich gern so etwas wie dieses Handbuch gehabt. Das Handbuch wird auch Ihre Aufmerksamkeit für die Umgebung schulen. Ah. Also scheint, es gibt 150 Seiten, die man in Hogwarts. Mit dem Handbuch können Sie Ihre Magie üben und sich genauer über die Zauberkunde informieren. Kommen Sie! BTF? Wirken Sie doch mal Revelio auf diese Statue. Mal sehen, was das Handbuch darüber weiß. Was? Oh. Revelio. Baby-Statue. Okay. Du hast deine Handbuch-Herausforderung freigeschaltet. Dein Fortschritt beim Absolvieren von Herausforderungen wird hier angezeigt. Okay. Handbuch-Herausforderungen sind die einzige Möglichkeit, um Erfahrungspunkte oder EP zu sammeln. Das ist deine Zauberstufe, die durch Herausforderungen verdiente EP erhöht deine Stufe und deine Macht. Aha. Handbuch folgt aktuellen Herausforderungsfortschritt. Ach du Scheiße. Jede Herausforderung umfasst verschiedene Ränge. Nach jedem abgeschlossenen Rang erhältst du spezielle Belohnungen, die von Erscheinungsbildern bis hin zu entscheidenden Verbesserungen reichen. Belohnungen müssen in Herausforderungsmenü eingefordert werden. Ja. Dann lass mich das gleich einfordern. So, das ist eine Brille. Habe ich das jetzt? Ja, okay. Okay. Raffiniert, nicht? Halten Sie die Augen nach weiteren Gelegenheiten offen. Im Schloss und auch außerhalb. Gelegenheit, Ihnen Flohflammen zu erklären, so reißt es sich etwas schneller. Schnell reißt es. Ihr Handbuch enthält eine Karte des Schlosses. Öffnen Sie sie und suchen Sie die Haupthalle. Karte öffnen. Hogwarts ist in zwei Hauptbereiche unterteilt. Auf der linken Seite der Karte leben die Schüler und Professoren. Dort befinden sich auch die Gemeinschaftsräume der Häuser und die große Halle. Spielregion große Treppe. Man kann sich bloß haben sehen, die Regionen verfügbar sind. Okay. Muss man erst freischalten. Akademische Einrichtungen wie der Astronomieturm, ja. Okay. Haupthalle. Ja. Reisen.
wären wir eine ziemliche Zeitersparnis. Diese Treppe führt direkt zur Haupthalle. Hä? Von der Haupthalle aus gelangen sie schnell an fast jeden Ort im Schloss. Hier ist immer etwas los. Das Herz des Bienenstocks. Unser King's Cross sozusagen. Das reicht erst einmal. Sie haben heute noch Unterricht in Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und ich möchte, dass Sie schnellstmöglich Hogsmeade aufsuchen, um zu kaufen, was Sie auf dem Weg verloren haben. Was werde ich in Zauberkunst lernen? Das, wonach es klingt. Zaubersprüche, Zauberkunst, Flüche. Alles sehr nützlich. Professor Ronan werden Sie bestimmt mögen. Er ist ein schlauer, unterhaltsamer Zauberer und ein guter Lehrer. Könnten Sie mir mehr über Verteidigung gegen die dunklen Künste erzählen? Verteidigung gegen die dunklen Künste befasst sich, wie der Name sagt, mit der Verteidigung gegen das Böse, das jenseits dieser Mauern lauert. Um Auror zu werden, ist es erforderlich, die Verteidigung gegen die dunklen Künste zu beherrschen. Zum Glück haben wir, was das betrifft, mit Professor Hackett eine talentierte Lehrerin für unsere Schüler. Hogsmeade. Sie erwähnten Hogsmeade, Professor. Hogsmeade ist das einzige Zaubererdorf in Großbritannien mit zahlreichen Geschäften und Kneipen. In Hogsmeade werden Sie mit Sicherheit alle Schulsachen finden, die Sie benötigen. Und bestimmt werden Sie dort auch viel Butterbier mit Ihren Freunden genießen. Hm. Danke, Professor Weasley. Das ist viel für den ersten Tag. Und Sie werden noch sehr viel mehr lernen müssen. Netterweise haben Ihre Professoren zugestimmt, Ihnen außerschulische Aufgaben zu geben. Sie werden rasch aufholen. So versiert, wie Sie Revelio eingesetzt haben, dürfte Professor Figge Ihnen zumindest die Grundlagen beigebracht haben. Ja. Das hat er, Professor. Er hat nur sehr wenig über die Ereignisse vor Ihrer Ankunft erzählt. Vor allem, was diesen schrecklichen Drachenangriff angeht. Ich vermute, es geht bei der Sache um mehr als die Suche nach Besitztümern und eine ausgedehnte Reise zum Schloss. Es tut mir leid, Professor, aber ich fürchte, das ist alles. Hm. Professor Figge hat fast dasselbe gesagt. Ja. Wenn man vom Teufel spricht. Ich soll nicht drüber reden. Professor Figge. Ihnen müssen wohl die Ohren klingen. Oh? Ja. Sie scheinen unserem Neuling eine solide Grundlage in einfacher Zauberei vermittelt zu haben. Oh, ich fürchte, das ist nicht allein mein Verdienst. Unser Neuzugang hat eine seltene Begabung für Magie, wie es scheint. Hm. Nun, ich bin froh, dass Sie beide heil angekommen sind. Es gibt sehr gute Boote und Kutschen nach Hogwarts, aber Sie kreuzen lieber den Weg eines Drachen. Ich würde nicht sagen, dass ich den Weg des Drachen wählte. Vielmehr scheint es leider, dass er uns wählte. Nun gut, genug geplaudert. Ich muss selbst zum Unterricht. Kann ich darauf zählen, dass Sie die Karte im Handbuch erklären, Professor? Natürlich. Danke. Viel Glück heute. Und denken Sie an Ihr Handbuch. Es ist von unschätzbarem Wert für Sie. Ebenso für mich übrigens, denn ich kann damit Ihre Fortschritte beobachten. Ja, Professor. Kommen Sie doch heute nach dem Unterricht in mein Klassenzimmer. Dann werde ich Ihnen mehr über die erwähnten Aufgaben erzählen. Und dann sehen wir, ob wir Sie zum Einkaufen nicht nach Hogsmeade bekommen. Also brauche ich aber erstmal Geld. Revelio. Oh. Das für eine Nebenquest, weiß ich schon. Schön, Sie zu sehen, Professor. Gleichfalls. Ich hatte gehofft, dass sich unsere Wege kreuzen, bevor Sie sich Ihren Studien widmen. Sind Sie da etwa Professor Weasleys Verhör bezüglich unserer verspäteten Ankunft ausgewichen? Ja. Ich habe mein Bestes versucht, aber ich bin mir aber sicher, dass sie ahnt, dass wir ihr nicht die ganze Wahrheit gesagt haben. Nun ja, Professor Weasley ist eine geniale und kluge Hexe. Gut, dass Sie die Einzelheiten zunächst für sich behalten haben.
Wir wissen nicht, wohin uns dieser Pfad noch führen wird. Womöglich erfordert er etwas mehr Flexibilität Ihres Zeitplans, als ihr lieb ist. Und sie könnte sich verpflichtet fühlen, dem Schulleiter Details mitzuteilen, die unter uns bleiben sollten. Verstanden, Professor. Gut, nun, so kompetent Sie auch sind, denke ich, Ihre Fähigkeit macht eine gute Ausbildung unerlässlich. Glücklicherweise haben Sie ein ausgezeichnetes Gefolge von Hexen und Zauberern, das Ihnen zur Hand geht. Apropos Hand, und bevor Professor Weasley mich wieder auf Ihre so charmante Art maßregelt, warum zeige ich Ihnen nicht den cleveren Zauber, den wir dem Handbuch beigefügt haben? Falten Sie die Karte auf. Ganz verfügbare Aufträge auf der Karte verfolgen. Dieses Symbol zeigt die Hauptaufträge an. Das Erledigen von Hauptaufträgen bringt die Geschichte voran, schaltet neue Features frei und gewährt EP. Einige Aufträge sind durch Zauberspruch und oder Stufenanforderungen gesperrt. In diesen Fällen musst du die erforderliche Stufe und oder den erforderlichen Zauberspruch haben, um den Auftrag zu aktivieren. Neue Zaubersprüche können durch Erledigen der Aufgaben mit dem Symbol von den Professoren oder als Auftragsbelohnung erworben werden. Aha. Unterrichtsstunde Zauberkunst oder Verteidigung gegen die dunklen Künste. Azio und Levioso. Ingardium Leviosa. Nee, so. Was machen wir zuerst? Machen wir das. Die Karte ist verzaubert und weist Ihnen den Weg. Das wird mir sicher weiterhelfen. Danke. Sie haben einen langen Tag vor sich mit Unterricht und einem Ausflug nach Hogsmeade zur Beschaffung von Vorräten und eines Zauberstabs. Sie werden Mr. Ollivander mögen. Er versteht sein Handwerk und ist ein guter Freund. Ich melde mich, wenn ich mehr über unser geheimnisvolles Medaillon weiß. Konzentrieren Sie sich derweil auf den Unterricht, denn von der Magie, die Sie in diesen Wänden lernen, hängt womöglich mehr ab als nur Ihre ZAGs. Auftrag abgeschlossen. Ah, okay. Oh ja, meine Nebenaufgabe. Ist was? Hallo, wir kennen uns noch gar nicht. Oh, hallo. Ich bin Lenora. Verzeih mir, wenn ich gerade etwas abgelenkt wirke. Alle halten mich für durchgeknallt. Samantha denkt, ich sei verrückt. Aber das liegt an diesem Bild. Ich habe es noch nie bemerkt. So wie ich Hogwarts kenne, taucht ein leerer Rahmen nicht ohne Grund auf. Da steckt mehr dahinter. Hast du inzwischen etwas über das Gemälde herausgefunden? Ich habe herausgefunden, dass Lumos einen Effekt hat. Aber wie soll ich weiter vorgehen? Gibt es in der Schule noch mehr leere Gemälde? Ja, ein paar. Dieser ganze Ort ist ein Rätsel, um ehrlich zu sein. Wenn ich dieses Rätsel lösen kann, kann ich auch die anderen schaffen. Also fange ich einfach hier an. Wenn ich Zeit habe, sehe ich mich mal um. Könnte interessant sein. Ich habe mir lange genug das Hirn zermartert. Ich hoffe, du hast mehr Glück als ich. Ja, was habe ich schon freigedeckt? Falls du über etwas Erhellendes bezüglich... Privilegium. Kann aber nichts machen. Also ich weiß, man muss auf jeden Fall einen Schmetterling finden. War, glaube ich, hier unten eigentlich irgendwo. Okay. What? Ey, da ist eine... Wie geht's denn dich? Hier geblieben. In diesem vielleicht solltest du besser aufpassen. Komm mal eigentlich. Nee. Wollt's mal testen.
Eieiei, so viele Zauber gibt's. Das sind die unverzeihlichen Flüche. Soweit ich weiß, kann man die erst nach Abschluss des Spiels freischalten. Avada Kedavra. Komm her! Ich hab den Zauberspruch noch nicht, um das zu fangen. Alter. Kann ja aber nichts machen. Lumos. Ah. Das muss ein Hinweis sein. Ich sollte schauen, ob es in der Nähe ist. Ah, man braucht Lumos. Rivelio. Ja, wie sah das jetzt nochmal aus? Da ist eine dicke Statue. Ich glaube hier unten gewesen, oder? Ah ja. Das sieht aus wie der Ort auf dem Gemälde. Was ist so besonders daran? Zurück in den Rahmen mit dir, kleine Motte. Ach, eine Motte ist das. Ich wusste, es gibt eine Verbindung. Ich sollte Lenora sagen, dass ich das Rätsel gelöst habe. Okay. Jetzt kriege ich die Brille. Okay. Wenigstens gibt's Handschuhe. Und es gibt 150 Seiten. Das ist eine Nummer. Was war denn das? Ausrüstung. Ich habe den Vorbesteller umhang. Aber noch nicht im Inventar. Was? Ach, hier sind sie doch. Warum kann ich ihn noch nicht anziehen? Ah. Oh, wir können auch mal speichern, gell? Das haben wir noch gar nicht gemacht. Lenora, ich habe das Rätsel des Bildes gelöst. Wirklich? Wie? Das sage ich nicht. Ich habe den Ort auf dem Bild gefunden und mit Lumos eine Motte zum Rahmen gelockt. Alles sehr logisch, ja. Schade. Ich war so nah dran, es zu lösen. Du hast ein Händchen für Rätsel. Nati ist auch gut darin. Amit auch, obwohl er sie zu ausführlich erklärt. Ich bin froh, dass es gelöst ist. Die Motte! Wie habe ich das übersehen? Hey, Level up! Reveal. Haben wir noch jemanden hier für eine Mission? Nee. Mal hier, also gehen wir mal zum Unterricht. Wie du verfolgst derzeit nichts doof. Rebellion. Ah. Oh, jetzt kommen wir mal raus, das Hogwarts. Also zumindest ein Hof. Sieht so gut aus. Weil, dass man nicht mit den ganzen Schülern interagieren kann. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Rebellion.
ist noch so eins. Lumos. Aha. Reveal. Alter, in der Schule kann es ja übelst verlaufen, ey. Ah, hier muss es irgendwo sein. Rebellion. Da ist eine Kiste. Das ist auf Stufe 2. Hier war das Bild, glaube ich. Aber wo ist der Schmetterling? Oder Motte? Warum sag ich mal Schmetterling? Jemanden trifft, dann hoffentlich sie. Rebellion. Naja, ist jetzt im Moment auch nicht so wichtig. Kann ich später auch noch mal. Lumos. Ah. Oh. Rebellion. Also hier alle Geheimnisse zu finden, das kann sehr viel Zeit kosten. Hier erstmal zum Unterricht. Katze! Selber ja. Fäng ich lang? Oh ja. Was? Anfang. Machen wir jetzt mal Schule. Hier. Hinter dir. Hier ist noch ein Platz frei. Danke. Gryffindor. Hallo, ich bin Nati. Du bist also neu in Hogwarts. Kennst du den Professor Ronan schon? Beginnen wir? Willkommen im fünften Jahr des Faches Zauberkunst. Dieses Jahr ist für Ihre Ausbildung in der Zauberkunst äußerst wichtig. Aber ich denke, wir werden es mit gebührender Einsatzbereitschaft und Sorgfalt angehen. Gut, öffnen Sie nun bitte alle die Bücher auf Seite 517. Aber bevor wir beginnen, kann mir hier jemand den Unterschied zwischen den Beschwörungen des Farbwechsels und Wachstumszauber nennen? Niemand? Niemand? Ich fürchte, fürs Lernen ist es jetzt zu spät. Die Sommermonate müssen für Sie schwer gewesen sein. Wie es aussieht, haben Sie in den Ferien aneinander Obliviate geübt. Kennen Sie denn überhaupt noch den Standard-Aufrufe-Zauber? Einfach nicht.
Gut. Es scheint, wir brauchen dringend eine Auffrischung. Suchen Sie sich einen Partner und stellen Sie sich an beiden Seiten des Klassenraums auf. Nutzen wir jetzt die Bücher als eben jene stumpfe Gegenstände, für die Sie sie halten, und rufen Sie sich abwechselnd gegenseitig aus den Händen. Es wird nur je ein Buch pro Paarung benötigt, Miss Dale. Dankeschön. Stellen Sie sich auf. Okay. Akio. Akio. Akio, okay. Das war gar nicht übel. Sie lernen äußerst schnell. Ich sehe viel Potenzial, aber Vorsicht. Potenzial ist nichts ohne Übung. Weiter so. Dann können Sie mit Miss Onai mithalten. Sehr gut, das genügt fürs Erste. Nun, da Sie alle die Grundlagen zu beherrschen scheinen und es ein so schöner Tag ist, dachte ich, wir unternehmen vielleicht eine kleine Exkursion. Nach draußen, an die frische Luft. Mir nach! Das war's schon mit dem Unterricht. Ich war immer der Meinung, dass Spaß und Können sich bedingen. Die Quidditch-Spieler unter Ihnen werden mir sicher zustimmen. Also, was wäre besser als ein wenig Sport, um unser Können mit Aufrufezaubern zu testen? Stimmt's? Ja! Ja! Warum fängt er nicht unser Neuzugang an? Kurzum, verzaubern Sie die Kugeln mit Akio und lassen Sie sie im letzten Moment wieder frei. Nun stellen Sie. Sehr gut. Jetzt nicht die Fassung. Ah, so eine Art Curling. Ausgezeichnete Kontrolle. Genau so. Ah, immerhin 100 Punkte. Sehr gut, Punkte für Slytherin. Aber es gibt wohl keinen Sport, der ohne freundschaftlichen Wettkampf auskommt. Miss Onai, möchten Sie unserem Neuzugang eine Herausforderung bieten? Kommen Sie. Ihre Farbe ist blau, genau wie vorhin. Miss Onai, Sie spielen rot, verstanden? Ja, Sir. Okay. Na bitte. Komm, Spielzug, okay. Hier. Wunderbar. Auch nur drei, schade. Genau so wird das gemacht. So wird das gemacht. Wirklich gut. Konzentration. Oh ja. Ah. Ach hier. Nein. Hätte schon machen sollen. Hab ich verloren. Schade. Na, dann wollen wir es doch ein wenig interessanter machen. Ach komm. Ich glaube, interessant haben wir längst hinter uns gelassen. In der Tat. Genug geplappert. Das erfordert Ihre ganze Konzentration. Diese Runde entscheidet alles. Sieh gut zu.
Ist gut. Ach hier. Oh. Hab ich schnell gemacht. Konzentration. Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Genau so wird das gemacht. Du willst es. Das war knapp. Ich könnte sogar noch gewinnen. Ach hier. Gewonnen. Ausgezeichnete Kontrolle. Sehr gut, alle beide. Gute Arbeit. Ja, das war knapp. Wir sind fertig. Vergessen Sie Ihre Sachen nicht. Sehr gut gespielt. Ich muss gestehen, dass ich dich wohl unterschätzt habe. Es dauerte Wochen, bis ich Akio beherrschte. Es hat Wochen gedauert, bis ich hier irgendwas richtig machen konnte. Es wird leichter. Versprochen. Vielen Dank, aber ich werde mich schon behaupten. Ich schätze dein Selbstvertrauen. Ich bin kurz vor meinem 4. Jahr von Ouagadou hierher gewechselt. Meine Mutter erhielt ein Angebot, hier Wahrsagen zu unterrichten. Und ehe ich mich versah, verließen wir Uganda und waren auf der anderen Seite der Welt, in einer ganz neuen Schule. Ist Ouagadou größer als Hogwarts? Die Ouagadou-Schule für Zauberei ist die größte Zauberschule der Welt. Also ja, größer als Hogwarts. Doch sie wirkte nie einschüchternd oder überwältigend auf mich. Ich fühlte mich dort zu Hause. Ist Ouagadou ein Schloss wie Hogwarts? Sie liegt im Ruwenzori-Gebirge. Es ist weniger ein Schloss als vielmehr ein wunderschönes Bauwerk, direkt aus dem Berg gehauen. Ich erinnere mich noch, als ich sie das erste Mal sah. Der Nebel war so dicht, ich konnte kaum etwas erkennen. Und dann tauchte sie plötzlich vor mir auf. Diese gigantische Schule, die mitten in der Luft zu schweben schien. Das klingt vielleicht seltsam, aber ist die Magie auf Ouagadou genau wie hier? Größtenteils ja. Aber hier musste ich lernen, wie man einen Zauberstab benutzt. Das tut kaum jemand in Ouagadou. Du kannst wirklich ohne Zauberstab zaubern? Oh ja. Ich empfinde stablose Magie als viel instinktiver. Und es ist viel praktischer, wenn man keinen Zauberstab hat. Aber ich muss zugeben, dass mir Zauberstäbe inzwischen gut gefallen. Eigentlich. Sie wirken so dramatisch. Schön, mehr über andere Zauberschulen zu hören. Danke, dass du fragst. Ich vermisse Ouagadou, aber ich bin froh, hier in Hogwarts zu sein. Ah, ich glaube, Professor Ronan will mit dir sprechen. Lass ihn besser nicht warten. Bis zum nächsten Mal. Natürlich kannst du Akio auf Menschen anwenden, wenn du magst. Aber bevor wir mit Professor Ronan reden, mache ich mal kurz eine kleine Pause und bin gleich wieder da. Bis gleich. Thank you.
Und da sind wir auch wieder zurück. Ich habe fast vergessen, mein Mikrofon wieder zu entstummen. So, wo sind wir stehen geblieben? Ach ja, wir wollen jetzt mit Professor Ronan reden. Dann machen wir das doch mal. Bei Menschen funktioniert er nicht. Sie wollten mich sprechen, Professor? Ja, wollte ich. Ah. Hat Ihre erste Zauberkunststunde Ihre Erwartungen erfüllt? Tja, eine Lektion an der frischen Luft hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, Sir. Welcher Zauber wohnt schon Erwartbarem inne? Sie haben sich gut geschlagen und sogar die begabte Miss Onai übertroffen. Vielen Dank, Professor. Das hat Spaß gemacht. Miss Onai ist stets eine harte Gegnerin. Allerdings erscheint sie mir in letzter Zeit doch etwas fahrig. Professor Weasley hat darum gebeten, dass ihre Professoren sie noch zusätzlich zum normalen Lehrplan unterrichten. Ich werde mich bald bei Ihnen wegen einer besonderen Aufgabe melden, die ich für Sie vorbereite. Okay. Erstklassig Trophäe. Es gab einiges an Erfahrungspunkten. Ey, hier ist auch Flohzauber. Aber nicht hier. Kann ich da hoch? Nö. Neuer Auftrag verfügbar. Nebenaufträge sind jetzt verfügbar. Verfügbare Nebenaufträge sind in der Region von Hogwarts mit Kennzeichen können bei Erkundung der Welt gefunden werden. Diese Aufträge verleihen EP, haben aber keinen Einfluss auf die Hauptgeschichte. Dann machen wir doch mal die Nebenaufgabe. Der Bibliotheksanbau. Okay, ich muss auf jeden Fall noch die ganzen Flohzauber finden. Hallo, du bist der Neuzugang, nicht wahr? Samantha. Hallo, du wolltest mich sprechen? Samantha Dale. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Die ganze Schule spricht schon von dir. Lief der erste Tag gut? Du scheinst in Zauberkunst gut mitgekommen zu sein. Ja, das muss Anfängerglück gewesen sein. Mein Bruder William würde dir raten, nicht so bescheiden zu sein und auf deine Fähigkeiten zu vertrauen. Aber er überschätzt sich ziemlich oft. Oh, ich sollte meine Zauberkunsthausaufgaben angehen. Mit Anfängerglück kann ich Professor Ronan sicher nicht beeindrucken. Gehen wir mal zur Nebenaufgabe. Wenn ich meinen Besen habe, draußen rumfliegen. Oh, hier ist ein Flohzauber. Oben oder unten? Unten sein. In den drei Besen. Oh. Jetzt schon gerne alle Flohzauber aktiviert. So weg. Na gut. So, ich muss ja sogar runter. Rebellion. Ah. Immer noch Level 3. Pech. Der Hauptteile. Okay. Aber was hat sie denn? Oh je, dafür bekomme ich Ärger. Ist alles in Ordnung? Oh, hallo. Danke, dass du fragst. Ich bin übrigens Cressida. Und ich fürchte, gar nichts ist in Ordnung. Ich habe etwas Ärger mit der Bibliothekarin. Ich erschaffe gern eigene Zaubersprüche. Ich dachte, mein Federleichtspruch wäre perfekt für meine Bibliotheksbücher. Es ist so schwer, sie den ganzen Tag herumzutragen. Ich muss bei der Beschwörung das lateinische Wort für Feder mit Vogel verwechselt haben. Als ich in der Bibliothek meine Tasche öffnete, flogen sie einfach davon. Klingt eigentlich ziemlich genial.
Danke, aber ich fürchte, die Bibliothekarin sieht das etwas anders. Ich würde die Bücher ja selbst einsammeln und den Zauber entfernen, aber es ist nicht das erste Mal, dass einer meiner Sprüche die Bibliotheksruhe stört. Amit hat Madame Scribner erzählt, dass das meine Bücher sind. Und sie hat gesagt, wenn ich noch mehr Ärger mache, schreibt sie meinen Eltern. Könntest du sie vielleicht für mich holen? Es sind nur 5 Stück. Du bist neu hier. Da wird sie nicht misstrauisch sein. Warum hat Amit Madame Scribner gesagt, dass es deine Bücher waren? Ich glaube nicht, dass er es böse gemeint hat. Ich denke, er war beeindruckt und wollte mit mir angeben. Amit verbringt viel Zeit damit, die Sterne anzustarren, aber er erkennt einen guten Zauberspruch. Könnte ich, wenn ich Zeit habe? Ich wäre dir so dankbar. Eines der Bücher ist mein Tagebuch. Das sollte nicht in die falschen Hände geraten. Wenn du sie einsammelst und mir bringst, kann ich den Zauber entfernen. Komm, mal gucken, ob wir die Bücher kriegen. Wenn ich an diese Bücher will, muss ich sie mit Akio heranholen. Akio! Ah! Geschafft. Fehlen nur noch 4. So kriege ich auch die Seiten. Ah, verstehe. Level up. Da ist noch eins. Das ist Cressidas Tagebuch. An ihrer Stelle würde ich es auch zurückwollen. Okay. So, die anderen sind, glaube ich, oben. Hey. Seh. Da fliegt noch eins. Eins noch, da hinten. Was waren alle? Das ist das Letzte. Ich sollte sie zu Cressida bringen. Revelio. Setzen die Nebenaufgaben noch nicht so herausfordernd. Handschuhe. Ventar. Macht aber auch nicht, erhöht auch Werte. Ah. Okay. Offensive plus 5. Man kann die auch verbessern. Und sie haben Verkaufswert. Okay. Ja, die Brille hat natürlich kein. Heißt zwar mit Nachnamen Potter, aber keine Brille. Ach ja, guck mal da. Lumos. Oh, das ist Bismarck. Auf der anderen Seite. Okay, das war jetzt nicht schwer. Die Nebenquests ab.
Ob man mit Akio auch Zauberstäbe wegnehmen kann von Gegnern. Sehr witzig. So wie sie es auch im Film machen. Muschel lang. Alter. Hallo, Cressida. Ich habe deine Bücher, inklusive Tagebuch. Oh, da bin ich ja froh. Danke. Diese schwere Last nehme ich dir jetzt gerne ab. Ah, das klingt irgendwie etwas böse. Ich bin kein Böser. Ich glaube, bei meinem zweiten Durchlauf, den ich hundertprozentig machen werde, mache ich mal böse, aber hier im Moment mache ich gut. Hier, bitte. Tja, Lektion gelernt. In nächster Zeit werde ich sicher keine Zaubersprüche mehr in der Bibliothek üben. Gut, mal sehen, was da schiefgegangen ist. Vielleicht sollte ich mein Latein etwas auffrischen. Zum Glück gibt es noch vertrauenswürdige Leute. Ich würde nicht wollen, dass jemand mein Tagebuch liest. Und bei Level 4? So, jetzt haben wir leider keine Nebenmission mehr. Zumindest im Moment nicht. Kann ich eigentlich auch die Flohzauber markieren? Ja, gell? Zauber. Das ist ja doch einfacher zu finden, als ich dachte. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, dass ich vorzukommen. Aber ich würde das mal so weit spielen wollen, die Story, dass ich den scheiß Besen kriege. Handbuch sein. 7 von 150. Das ist hart. 35 Truhen. Warte mal, hier ist noch eins. Ja, die hätte ich schon gern alle. Ey. Ach, hier. Hier geblieben. Und Level 4. Was wohl Maximum an Level ist? Wir werden es erfahren. Also ich. Hier weiß ich nicht. Noch eine Trophäe, wenn man alle hat. Dann machen wir den jetzt. Falls ich mich mal schneller bewegen muss durch das Schloss, wäre das schon praktisch, die Dinger zu haben. Wo sind wir denn hier? Gewächshaus. Hübsch. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Okay. Ah. Die Pflanze sieht aber nicht gesund aus. Ey. Wir haben andere Unterrichtsstunde haben. Nicht schlürfen. Macht man nicht. So, machen wir das letzte hier. Und dann geht's von der Story her weiter. Kiste. Ja, warte mal. Meine Familie. Hier wird mir eine Kiste angezeigt. Ah, die scheint unter mir zu sein, oder? Ah. Wow. Tausendmal vorbeigelaufen. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Aha. So, dann gehen wir jetzt zur Quest.
zur Verteidigung gegen die dunklen Künste. Schade, leider ohne Professor Snape. Ich hoffe, dass das Spiel so erfolgreich wird, dass es einen zweiten Teil kriegt. Aber dann bitte zu Zeiten von Harry Potter. Das wäre cool. Hey. So, es lädt. Hier war ja auch noch irgendwo eine Motte, gell? Naja. Das Gute ist ja, dass ich ab nächste Woche 2 Wochen Urlaub habe. Nur für das Spiel. Soll das darstellen? Fiona. Wieder mal auf Abenteuertour? Super! Ist das alles? Das ist cooler Unterricht. Levioso! Professor Hackett! Seien Sie so gut und jagen Sie einander in Ihrer Freizeit in die Luft. Neue Schüler kommen jedes Jahr. Doch ich habe nur einen schwarzen Hebridenschädel. Er stammt von der großen Wilderer-Razzia 1878, von der Sie sicher gehört haben. Und... falls Sie sich fragen, wie eine alte Frau wie ich im Alleingang den größten Wildererring in Ostwales ausschalten und sich nun damit brüsten kann, pures Wissen. Für die Weisen bedeutet Alter kaum etwas. Heute besprechen wir einen Zauber, der mich schon öfter vor dem Tod durch schwarze Magier bewahrt hat, als mir lieb sein kann. Levioso. Levioso? Ein Schwebezauber? Ist er nicht Leviosa? Levioso! Ein überraschter Gegner ist ein schwacher Gegner. Wollen Sie sich schützen, Poole? Nein? Was ich als Unsägliche gelernt habe, ist der Vorteil der Schlichtheit. Gerade im Eifer des Gefechts. Nun, üben wir, was wir gelernt haben. Fangen wir mal klein an. Okay. Also ich finde das mit den Zaubern lernen cool, also. Aber wenn das jetzt nicht herausfordernd ist. Levioso. Leviosa. Nun, probieren wir etwas Größeres. Schau das mal, Avada Kedavra erst am Ende des Spiels kriegt. Das ist so witzig. Beginnen wir mit dem Basiszauber. Oh. Einen Moment. Wer war da? Sehen Sie, wie die Puppe den Zauber abwehrt? Wirken Sie diesmal zuerst Levioso und dann den Basiszauber. Denken Sie daran, ein überrumpelter Gegner ist ein schwacher Gegner, wie es Mr. Pruitt vorhin so eindrucksvoll vorgeführt hat. Hat mich doch gerade mein Headset verabschiedet. Böses Headset. Ja. Ich hoffe, Aufnahme läuft noch alles soweit, ja. Gut. Gut. Nun zum Basiszauber. Gut. Sehr gut. Aber am besten kann man in Duellen üben. Sie beide fangen an. Duellanten in Position. Zeit für deine Hogwarts-Begrüßung. Also, ich will ein faires Duell. Nur mit Levioso. Jetzt passt er mehr zu Draco, ja. Zauber und Protego. Beginnen Sie. Das wird Levioso. Protego. Ist das nicht dein erstes Duell? Sagen wir einfach, ich lerne schnell. Stufe. Das erschwert die Dinge. Levioso.
wenn nur all meine Schuhe so geschickt wären. Ein schönes Duell weiß ich zu schätzen. Hat einen Ring voller Wissen. Nicht schlecht für den Anfang. Du teilst aus, wie du einsteckst. Sie haben meine Herausforderung gemeistert. Punkte für Slytherin. Danke, Professor Hackett. Ich freue mich über diese Übungsmöglichkeit. Wenn Ihre heutige Leistung auf mehr schließen lässt, können wir Großes von Ihnen erwarten. Ich verlange von meinen Schülerinnen und Schülern Spitzenleistungen. Sie sind dazu fähig und müssen sie auch erbringen. Ein Duell im Klassenzimmer ist eine Sache, aber ein Kampf gegen schwarze Magier oder, was immer wahrscheinlicher wird, gegen Kobolde ist eine ganz andere. Verstanden, Professor. Gut, Sie sollten weiterüben, wann immer Sie können. Vielleicht hat Mr. Salo ja ein paar Anregungen. Wie gesagt, gut gemacht heute. Ich werde mich bald mit weiteren Aufgaben melden. Na gut, das war genug Aufregung für heute. Wir machen jetzt Schluss. Gegen Professor Hackett würde ich nicht antreten wollen. Komm, willst du noch eine Runde? Gute Arbeit. Rivelio. Da irgendeine Buchseite, oder? Ende Schluss. Und da ist eine Kiste. Du hast dich mit Sebastian duelliert. Starker Gegner. Respekt. Das hat Spaß gemacht. Ein Duell für die Geschichtsbücher. Alle werden darüber sprechen. Auf jeden Fall eine gute Übung. Übung? Das war wie ein Duell gegen einen Experten. Dafür, dass du neu bist, bist du aber geschickt mit dem Zauberstab. Aber vielleicht war das ja nicht dein erstes Duell. Nee. Doch, war es. Vielleicht habe ich ja ein Händchen dafür. Tu nur so, aber mich täuschst du nicht. Magie erfordert Willen und Talent. Weißt du, du wärst perfekt für eine bestimmte, nicht genehmigte Duellorganisation geeignet. Das müsste das DLC sein, was es nur auf PlayStation gibt, kann das sein? Exklusiv und ungenehmigt? Ich bin dabei. Ausgezeichnet, ich hatte also recht. Wenn du deine Zeit in Hogwarts voll ausnutzen willst, musst du ab und an auch mal die Regeln brechen. Das ist richtig. Ob du einem geheimen Duellclub beitrittst oder in die verbotene Abteilung der Bibliothek schleichst, man muss nur schlau genug sein, sich nicht erwischen zu lassen. Danke, Sebastian. Ich werde es mir merken. Gut, war schön mit dir zu sprechen. Wir sehen uns sicher bald. Vielleicht an einem nicht genehmigten Ort. Dann sehen wir, ob du Talent hast oder heute nur Glück hattest. Ich suche beim Eingang zum Glockenturm nach Lucan Brattleby, wenn du Interesse hast. Jetzt hat er sich wieder nicht wie Draco angehört. Okay. Rebellion. Wird hier eigentlich eine Kiste angezeigt? Ah. Oh. So, haben wir jetzt... Warte hier, der Südflügel. Hier gibt es eine Nebenmission. Das ist das Duell. Dann machen wir das doch mal. Machen wir mal das Duell. Nicht mehr auf dem Besen fliegen. Den man ja sogar noch upgraden kann. Das finde ich krass. Aber schade, dass sie Quidditch rausgenommen haben. Aber ich habe die Vermutung, dass Quidditch als DLC rauskommen wird. Oh, nicht schon wieder. Ihr Praxia-Maul hat mir der Spaten erlaubt, in eben jener Schüssel, aus der ich streckte, mein Haupt. Solange es bei einem Bad pro Woche bleibe, rücke man mir fürs Tauchen in den jungen Toiletten nicht zu Leibe. Bitte, Peeves. Ich bin spät dran. Nicht aufhalten, das wollte Rancorous Corp. In eine Falle mich locken, in einen gläsernen Sarg.
Seine Eindämmungszauber, sie versagten jedoch. Zur Vergeltung die Schule, ich zwang unter mein Joch. So stand man sie mir zu, ansehnliche Rechte, da ich sonst Unheil mit der Kanone über sie brächte. Von ihr, nicht von ihm, kam diese Zusage. Ein Bad pro Woche, wenn ich mich betrage. Hui! Das zahle ich dir heim. Ey, Kollege, du hast deine Bücher vergessen. Oh, jetzt holt er sie. Rebellion. Ey, neue Belohnung. Die Handschuhe. Oder? Ja. Immer noch 1%. Ja. Jetzt gibt's eine Mütze. Sind die besser? Hä? Warum habe ich die nicht? Na frech. Yes. Wer weiß. Vielleicht kann ich die auch erst im Gemeinschaftsraum abholen. Reveli. Zehn Seiten jetzt. Komm mal hier. Okay. Fresh Level 5. Reveal. Es war ein Unfall. Okay. Gar nicht lang. Oh. Eine Maske gefunden. Plus 4 Verteidigung. Sieht aber nicht schön aus. Kann man das auch verbergen? Warte mal, kurz bei Einstellungen. Kann man, glaube ich, nicht. Gibt ein Werkzeugrad? Aber ich werde mich mal kurz mit Dings verbinden. Mit dem Warner Brothers Games Konto. Um mal meine Belohnung vielleicht zu kriegen. Ich weiß es nicht. Aber da muss ich euch leider mal kurz in die Pause schicken. Und geht gleich weiter. Thank you.
Ja, da bin ich wieder. Habe mich jetzt angemeldet. Habe jetzt auch Belohnung bekommen. Allerdings, wo die sind und so, das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht sind sie auch schon da. Ich glaube nicht. Okay, da müssen wir mal schauen. Machen wir jetzt erstmal weiter. Aber die Maske gefällt mir irgendwie nicht. Das sieht irgendwie nicht cool aus. Aber sie gibt mir halt bessere Werte. Hier, Erscheinungsbild ändern. Ah. Das ist ein Erscheinungsbild. Okay. Oh, Todesser. So ist gut. Ja, jetzt habe ich sie an, aber sie wird verborgen. Das sieht besser aus. Denke ich mal. Oder? Ja. So, wir wollen jetzt einen Duellclub machen. Ups. Schön, dass du da bist. Lucan ist da drüben. Reveal. Womit habe ich das verdient? Warum lächelt die Statue hier? Lumos. Levioso. Ah. Dachte mir, dass das irgendeinen Grund haben muss, wenn das leuchtet. Ups. Revelio. Okay. Ah. Kann ich dir helfen? Sebastian meint, du wüsstest etwas über einen Club? Wenn Sebastian für dich bürgt, bin ich schon überzeugt. Ich leite die Duelle für die gekreuzten Stäbe. Eine Art Duellierclub. Teilnahme nur auf Einladung. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben. Ja. Das schmeichelt mir. Sebastian ist auch kein schlechter Duellant. Ist sicher ein Erlebnis, euch zwei in Aktion zu sehen. Wie läuft das mit den gekreuzten Stäben? Du kommst her, ich weise dich anderen Duellanten zu und wer am Ende noch steht, gewinnt. So können wir ein für alle Mal entscheiden, wer die besten Duellanten der Schule sind. Und um die Sache interessant zu machen, erhält der Gewinner einen Preis. Wie sieht's aus? Dabei. Ich mach mit. Duelle sind ein guter Zeitvertreib. Ganz recht. Außerdem kannst du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Das erste Mal trittst du mit Sebastian an. Das nächste Mal bringst du einen Partner mit oder du machst es allein. Na, willst du es mal versuchen? Na klar. Ja, ich trete an. Fantastisch. Möge das Feuerwerk beginnen. Das wirst du ganz sicher noch bereuen. Sprich, gäbe Schilde mit Kontrollzaubern. Contrigo! 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 Au. So, meiner Bitte. Levioso! Contrigo! Contrigo! Stufo! Defendo! Nur nicht zurückstecken! Easy! Dass ich nicht gewettet habe. Gut gemacht. Sebastian hatte recht, was dich angeht. Die Konkurrenz ist stark, aber wenn du so weitermachst, wirst du noch der nächste Schulchampion. Klasse. Ich bin dabei. Sehr gut. Es dauert etwas, diese Duelle zu organisieren. Komm später wieder. Dann habe ich vielleicht etwas für dich. Na klar. Noch einmal Glückwunsch zum ersten Sieg der gekreuzten Stäbe. Gut gekämpft. Ich hoffe, du kommst wieder. Level 5. Reveal. Levioso. Lumos. Komm hier nicht rein. Accio. Dieser Accio wollte ich auch mal probieren im Kampf.
Ah. Okay. Dann haben wir ja jetzt ja nur noch die Story. Wenn wir einmal hier sind, können wir eigentlich auch gleich mal dieses Explorernetz, oder? Machen wir das im weitesten weg. Oder auch nicht. Raus darf ich nicht. Okay. Dann vielleicht die anderen. Warte nur, bis ich größer bin. Dann werden wir ja sehen. Dein nächster Gegner tut mir jetzt schon leid. Ja. Die nächste Komposition. Schule ist aber auch riesig, ey. What the? Okay. Nee, zurück bitte. Hier bin ich falsch, hä? Hab mich doch hergeleitet. Noch eine Auswahl für Sie. Bin ich besorgen? Und draußen. Okay. Ja, der hat gerade einen Zaubertrick drauf. Er kann durch Türen gehen. Ja, da komme ich nicht hin. Markierung mit Brunk? Ja, okay. Dann auf zur nächsten Hauptaufgabe. Hey, der andere weg. Ja. Achtung, Künstlerkollegen. Gehen jetzt. Reveli. Ach ja. Oben ist das Ding, genau. Oh, wo ist die Motte? Die überaus nervt. Weiß wohl auf ich nicht. Es erfreut unsere steinernen Herzen von solchen. Pizza. Auftrag anfangen. Was ist mit dem Raub, Professor? Nee. Dasselbe habe ich mir auch gedacht, Dick. Vielleicht könntest du... Raum der Wünsche, wa? Man bekommt auch noch ein eigenes Haus. Entschuldigen Sie, Dick. Was man selbst dekorieren kann, finde ich sehr geil. Ah, da sind sie. Ich hoffe, Ihre ersten Stunden liefen gut. Yep. Ja, schon, Professor. Das hörte ich von den Professoren Hackett und Ronan. Professor Fig brachte Ihnen vor Ihrer Ankunft offenbar einiges bei. Ich vermute, dass mehr hinter Ihren Reisen steckt, als Sie mir gesagt haben. Quatsch. Ist es nicht so? Aber...
Aber nein, Professor. Aha. Als wollte man einem Squealer ein Sonett entlocken. Trotzdem müssen sie auf dem bereits Gelernten aufbauen. Darum habe ich ihre Professoren gebeten, ihnen Zusatzaufgaben zu geben, damit sie schneller vorankommen. Professor Ronan hat so etwas in der Art erwähnt. Professor Ronan wartet gerade draußen, um ihnen ihre erste Aufgabe aufzutragen. Kommen wir jetzt zu dem erwähnten Ausflug nach Hogsmeade. Wir haben dafür gesorgt, dass alles, was sie unterwegs verloren haben, ersetzt wird. Samen, Trankrezepte und Zauberanweisungen. Danke, Professor. Und Mr. Ollivander stattet sie mit dem perfekten Zauberstab aus. Ein Elderstab? Sie sind im Unterricht gut mit dem geliehenen Zauberstab zurechtgekommen. Aber mit einem eigenen Zauberstab geht alles noch besser. Können Sie mir mehr über den Tränkeladen sagen, Professor? Bei J. Pippins Zaubertränke gibt es diverse Trankzutaten, aber Rezepte verkaufen sie nur selten. Professor Sharp hat darum gebeten, dass man dort bestimmte Rezepte für sie bereithält. Ich weiß nicht genau, was Sie damit meinen, Professor. Was ist das? Zauberanweisungen sind eine Art Rezept zum Beschwören von Objekten. Ich erzähle Ihnen mehr dazu, wenn Sie mit der Arbeit an Verwandlungszaubern begonnen haben. Ein Ollivander in Hogsmeade? Ja, sein Laden in der Winkelgasse ist wohl bekannt. Es ist ein wahrer Glücksfall, ihn in der Nähe zu haben. Mr. Ollivander ist ein hochkompetenter Handwerker und genialer Zauberstabmacher. Ich lasse mich nur von ihm ausstatten. Von mir aus kann's losgehen. Sehr schön. Bitte nehmen Sie zu Ihrem ersten Dorfbesuch jemanden aus Ihrer Klasse, mit der Sie herumführt. Vielleicht Sebastian Sello oder Natsai Omnai. Ich habe sie öfter mit ihnen gesehen. Mir eigentlich egal. Nimm mal Natti. Ich möchte mit Natti gehen. Ausgezeichnete Wahl. Miss Omnai ist eine der begabtesten Schülerinnen und kennt die Gegend. Sie sorgt dafür, dass ihnen unterwegs keine von Victor Rookwoods Schergen begegnen. Rookwood? Ein ziemlich ekelhafter Einheimischer. Man geht ihm und seinesgleichen besser aus dem Weg, wie auch seiner rechten Hand. Theophilus Harlow. Sind Sie mit Professor Ronans Aufgabe fertig, wartet Ihre Begleitung am Schlosstor. Sie sollten sich sputen. Je eher Sie die Arbeit beenden, desto schneller können Sie in den drei Besen ein Butterbier genießen. Klingt eklig. Aber keine weitere Nebenaufgabe, doch? Ne? Komm mal hier. Ruboldsteine. Zauberstabgriffe. Machen wir mal die Nebenaufgabe hier. Hä? Hast du jetzt gar nicht markiert, oder? Warum ist das gelb? Okay. Okay. Oh, eine Katze. Ganz schön viele Katzen hier. Ich hab gebogen. Ob mir eine freundliche Seele hilft? Geht's dir gut? Weißt du nicht, wer ich bin? Zenobia Noak, das Mädchen, das alle in der Schule grundlos hassen. Tut mir leid, dass die anderen nicht netter waren. Das ist nett. Es gibt hier wohl doch ein paar freundliche Menschen. Ich wollte Freunde finden, also habe ich meine Sammlung in den Gemeinschaftsraum gebracht. Meine Koboldsteinsammlung. Ich hatte gehofft, jemand würde mit mir spielen. Kennst du Koboldsteine? Kleine Kugeln, wie Murmeln. Ein tolles Spiel. Wenn du verlierst, bespritzen sie dich mit stinkender Flüssigkeit.
Koboldsteine? Das klingt nach Spaß. Das wollte ich den anderen auch erklären. Menschen können so grausam sein. Nur weil sie mit stinkender Koboldsteinspucke bespritzt werden. Dabei haben sie doch verloren. Imelda ist eine der schlimmsten. Aber Everett und Astoria sind auch schrecklich. Und jetzt haben diese schlechten Verlierer meine Koboldsteine an hohen Orten überall in der Schule versteckt. Da haben sie ziemlich überreagiert. Allerdings. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich sie allein zurückholen soll. Ich glaube, ich kenne die nötigen Zaubersprüche noch nicht. Aber jemand Talentiertes aus der 5. Klasse könnte mir sicher helfen. Hast du einen Vorschlag, wie man deine Koboldsteine aus ihren Verstecken holen kann? Dann könnte ich sie ja gleich selbst holen. Wer meine Koboldsteine versteckt hat, kam ja auch da hoch. Mit Besen wahrscheinlich. Hast du keine Freunde an der Schule? Nicht wirklich. Nati hat mal Hallo gesagt, aber seitdem kein Wort. Mal sehen, was ich tun kann. Das wäre wirklich toll. Komm bitte wieder zu mir, wenn du alle meine Koboldsteine gefunden hast. Bald kann ich wieder ganz allein Schlangengruben und Boccia-Koboldstein spielen. Hier überall. Schauen wir mal, ob wir sie kriegen. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ach, hier. Das ist einer von Zenobias Koboldsteinen. Ich verstehe nicht, was der Aufruhr soll. Revelio. Hier ist irgendein Rätsel. Wer weiß. Hier muss auch irgendwo anders sein. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ja, musst du nicht tausendmal erwähnen. Revelio. Ach ja. Kennen wir doch. Klassische Tierwesen. Nein. Mega Power Trank. Revelio. War das unter mir? Ah. Da ist er. Ja, auf der Leiter kann ich nicht zaubern. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ach, hier. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, damit vorzukommen. Revelio. Ach ja. Lumos. Okay. Revelio. Da ist er. Vignoli. Ups. Lumos. Haben wir den dritten.
Rivelio. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Leviosa! Übrigens, das Spiel kommt auch für PS4, Xbox One und Switch raus. Allerdings erst für die PS4 und One im April. Und die Switch im Juli, glaube ich. Okay. Weil da müssen sie noch ein bisschen dran arbeiten. Okay. Weil die Gemälde, ey. Revelio. Ach ja. Voilà. Was haben Sie jetzt vor? Mal sehen, dass das Schloss riesig ist. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ach hier. Rivelio. Ah. Komm mal hier. Kräuterkunde. Hier. Der letzte von Zenobias Koboldstein. Ich sollte zu ihr gehen. Ja. Der Metermarsch. Oder können wir jetzt mal Schnellreise benutzen? Hallo, wie schön Sie zu sehen. So, ich muss da gar nicht dran gehen. Oh, eins von da. Ich hoffe, du hattest mehr Glück als ich bei der Suche nach meinen Koboldsteinen. Hallo, ja. Zenobia. Ich habe deine Koboldsteine. Wirklich? Das hatte ich nicht erwartet. Wie hast du das geschafft? Gesunder Menschenverstand und etwas Magie. Und? Gibst du mir meine Koboldsteine? Natürlich. Es sind ja schließlich deine. Oh, wie toll. Ich werde alle meine zukünftigen Siege dir widmen. Da fällt mir ein, ob wohl irgendjemand im Gemeinschaftsraum Lust auf ein Spiel hat, jetzt wo ich meine Steine wieder habe? Es war ganz schön anstrengend, sie wiederzuholen. Jetzt spielen sie bestimmt mit. Gute Idee. Ja, nicht wahr? Oh, wir werden so viel Spaß miteinander haben, wenn all die Verlierer besprüht werden. Und ich nicht. Also gut, los geht's. Wünsch mir Glück. Weil wir das nicht spielen wollen. Oh, noch kein Level 6. Ganz knapp. Rivelio. Jetzt müssen wir ja zu Ronin, ne? Mal ob wir das noch kriegen. Hätte schon gerne alle Schnellreisepunkte.
wieder mal auf Abenteuer. Rivelio. Ah, guck mal da. Lumos. Rivelio. Unter mir. Lumos. Warte, kann ich runterhüpfen. Da war auch nichts anderes zaubern, wenn man die Mod hat. Anders jetzt, noch weiter unten, gell? Das ist zu weit unten. Also, wo war jetzt das Ding? Ich sage ja immer, Reisen erweitern. War noch eins für? Da! Level 6. Hier. Lerne Reparo. Das habe ich noch nicht. Bin auch zu Ronin. Der Ankläger. Aber wir können auch mal speichern gehen. Wir haben gar nicht mehr gespeichert. Wie lange war das, gell? Ah. Obwohl es noch schnell speichern gibt. Ah, da sind sie. Können Sie mir einen neuen Zauber beibringen? Ja, in der Tat. Einen wirklich nützlichen Zauber, den Wiederherstellungszauber Reparo. Der repariert wirklich alles. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu. Klingt, als könnte das nützlich werden. Öfter, als man es sich vorstellen mag. Wie Professor Weasley erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit Sie mit Ihren Freunden mithalten können. Einige Professoren haben sich ebenfalls bereit erklärt, aber zuvor werden sie von ihnen vorbereitende Aufgaben verlangen, um ihre Zauberkunst zu verfeinern. Ich habe einige vorbereitet. Sehen Sie sie sich an und dann melden Sie sich bei mir. Dann werden Sie Reparo im Handumdrehen erlernen. Warum muss ich für Reparo erst Aufgaben abschließen? Keine Unterrichtsstunde kann praktische Erfahrung ersetzen. Und diese Aufgaben werden Ihnen genau das beweisen. Erfahrung ist unerlässlich beim Erlernen einer neuen Magieform. Ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor. Ja. Schauen wir mal. Das ist die richtige Stelle. Wo ist nur das fliegende Blatt? Ach, hier. Geschafft. Hier muss irgendwo ein fliegendes Blatt sein. Großartig. War schwer. Ich hoffe, die ersten Aufgaben. Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Fabelhaft. Mit Basiszaubern kennen Sie sich offensichtlich aus. Versuchen wir es mal mit dem alten Wiederherstellungszauber, ja? Denken Sie an präzise Aussprache und Bewegungen
Und das Ganze bitte mit Elan. Also dann, Zauberstab bereit. Ja, Sir. Denken Sie daran. Ihr Zauberstab ist ein Fokus für Ihre Magie. Pau. Den Wiederherstellungszauber Reparo kannst du zerbrochene Objekte und Teile der Umgebung reparieren. Genau so, sehr gut. Wenn Sie das Reparieren üben möchten, versuchen Sie es mit der zerbrochenen Statue in der Nische am Wasser. Angeblich stellt sie Herzschmerz dar. Revelio. Vielleicht hat das eine verlassene Seele etwas zu sehr aufgebracht. Ah. Minion. Rebellion. Was können wir in der nächsten Hauptstory machen? Haben wir noch eine Nebenquest? Nee. Dann auf zum... Nach Hogsmeade. Können wir jetzt mal Hogwarts verlassen? Also wenn das Klingeln kommt, habe ich auf jeden Fall irgendwas freigedeckt. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich. Hallo, suchst du nach mir? Okay. Dann auf nach Hogsmeade. Nati, hoffentlich wartest du noch nicht lange. Überhaupt nicht. Professor Weasley sagte, dass du nach Hogsmeade sollst. Du freust dich sicher, wieder eigene Sachen zu haben. Und das Dorf zu sehen. Ich freue mich schon darauf. Gut. Sollen wir dann? Ich habe vor, dir ein erstklassiges Hogsmeade-Erlebnis zu bieten. Ich bin froh, dass Professor Weasley mich mitgeschickt hat. Wirklich? Ja, ich wollte dich ohnehin schon einladen. Ich dachte, du würdest vielleicht gerne ein Butterbier trinken gehen. Ich habe versucht, mein Parlament... Professor Weasleys Eule kam da genau richtig. Ich mische mit Gryffindor ab. Oh. Ich kann dir gar nicht sagen, wie gut es sich anfühlt, nach Alte Ruhen an der frischen Luft zu sein. Es war ein Fehler, dieses Wahlfach zu nehmen. Das kannst du mir glauben. Ich glaube dir. Obwohl man es nicht wirklich ein Wahlfach nennen kann, wenn die eigene Mutter es für einen ausgewählt hat. Sieht gut aus. Zu dieser Zeit ist Hogsmeade wunderschön. Alle werden dir raten, an Weihnachten zu gehen. Aber das ist eine der wenigen Zeiten, an denen ich lieber drin bin. Die Kälte ist nichts für dich, was? Oh, die Kälte macht mir nichts aus. Aber ich musste mich erst daran gewöhnen. Ich bin nicht mit Schnee aufgewachsen. Immer noch kein Besen. Oh, warte, da drüben. Ich sehe oft Florfliegen in dieser Gegend. Aha. Florfliegen. Was ist so besonders an ihnen? Sie sehen interessant aus. Und gedünstet können sie auch in Tränken verwendet werden. Ah, also im Prinzip Materialien sammeln. Was sind das für Pflanzen?
Pupsende Pflanzen. Yay. Rebellion. Sieh mal. Hippogreife. Aus dem verbotenen Wald. Was? Etwas muss sie aufgeschreckt haben. Oh. Ich habe gehört, dass hier Hippogreife gesichtet wurden. Ich auch so ein. Kriegt man ja auch als Reittier, ne? Meint ihr, Poppy hat die Hippogreife schon gesehen? Auf jeden Fall. Vermutlich haben sie schon Namen. Sicher Stolzschritt und Zuckerfuß. Rivelia. Dort links ist der verbotene Wald. Der ist für Schüler verboten, wie der Name schon sagt. Echt? Dann gehen wir mal rein. Warum ist der verboten? Zu gefährlich. Ich finde, ihn verboten zu nennen, macht ihn nur verlockender. Ich will gerade rein. Hinter dem Kamm ist Hogsmeade. Hinter der Ruine. Da ist was im Wasser. Also, wenn es nach mir ginge, würde ich ständig herumwandern. Eigentlich war ich überrascht, als Professor Weasley meinte, du würdest dich auskennen. Schließlich bist du auch neu hier. Oh, aber wie hat sie gesagt? Irgendwas mit D. Sie weiß mehr über mich als ich. Natürlich lerne ich eine Menge im Unterricht. Aber es gibt auch außerhalb der Schlossmauern viel zu entdecken. Akir! Gold. Leviosen. Echt, da komme ich nicht durch. Das. Ach hier. Stabiles Pass. Reparo. Schade. Kann ich rennen. Halt. Pilze. Rivelia. Hast du dich schon eingewöhnt? Ich weiß noch, dass die ersten Wochen nach meiner Ankunft recht seltsam waren. Alles war so neu und fremd. Ich gewöhne mich langsam ein. Was ist mit dir? Hast du dich schon eingelebt? Ach, hier. Alles in meiner Heimat. Aber hier ist es Rundstein. Auch schön. Und das Land zu erkunden hat mir sehr geholfen, mich anzupassen. Jetzt ist Hogwarts so etwas wie ein Zuhause geworden. Hoffentlich wird es das auch für dich. Rebellion. Pizza. Ob es einen Erfolg gibt für so viele Katzenstreiche? Bring die Eulen. Komm her. Die sind ja witzig. Mr. Moon! Er ist der Hausmeister. Sieht etwas mitgenommen aus. Hallo, Mr. Moon. Huh? Kennen Sie unseren Neuzugang schon? Freut mich. Sie sollten umkehren, Miss Oni. Umkehren und wegrennen. Ist alles in Ordnung, Sir? Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Wer, Mr. Moon? Ein Demi. Geiß. Hässlich, haarig. Furchterregend. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden. Armer Mr. Moon. Ein Demigeist? Ich glaube, er hatte zu viel Spaß im Dorf. Ich habe ihn noch nie in einem solchen... Ach, hier.
Wir sind fast da. Es gibt außerhalb der Schlossmauern so viel zu sehen, nicht nur Hogsmeade. Wenn du Zeit und Lust hast, könnten wir öfter auf Erkundungstour gehen. Bei all den Gerüchten über Kobolde und so wäre es schön, jemanden an meiner Seite zu haben. Riveli, gut zu wissen, Nat. Danke. Hogsmeade. Okay, und wie es in Hogsmeade aussieht, das erfahren wir hier bei Twitch nach einer Pause und bei YouTube in der nächsten Folge. Also, bis dann. Und bei Twitch geht's nach der Pause weiter. Bis gleich.